Ich fange mal mit der Vorstellung an. Das ist mein Partner Tim Heide. Ich bin Verena von Beckerath. Wir haben zusammen das Büro Heide und von Beckerath mit Sitz in Berlin. Wir sind Architekten und wir haben für dieses Projekt mit Justine Meeting vom Atelier Meeting in Paris zusammengearbeitet. Das Erweiterungsgebiet befindet sich hier und was uns eigentlich von vornherein total fasziniert hat, ist der ideale Charakter dieses Erweiterungsgebietes. Das ist annähernd ein Quadrat. Wir haben uns gedacht, dass man dieses Feld flexibel halten muss und dass es unheimlich wichtig ist, weil es um einen so großen Zeitraum geht und so viele unterschiedliche Nutzungen, dass man erstmal eine grundsätzliche Haltung zu diesem Feld entwickelt. Das kann man jetzt hier ganz gut erklären. Also hier sieht man tatsächlich das Quadrat, hier das Hauptgebäude mit dem Haupteingang der Schule. Hier die potenzielle Erweiterungsfläche und die haben wir eigentlich nochmal unterteilt in vier weitere kleinere Quadranten und sie zu Erweiterungsflächen erklärt. Und hier sieht man eigentlich ganz gut die Reihenfolge. Also wir stellen uns vor, dass dieser Quadrant als erstes der Erweiterung dient und dass man dann hier weitermacht und das über die Diagonale entwickelt. Es gibt nämlich die Idee, einen dieser Quadranten erstmal freizulassen. Tim Heide hat während der Präsentation gesagt, für die Zukunft der Zukunft, also für das, was wir überhaupt noch nicht wissen und einschätzen können. Und dieses Freihalten des einen Quadranten dient auch der Idee, mit einer etwas höheren Dichte an die Erweiterung heranzugehen, also für eine etwas stärkere Zusammenfügung der beteiligten Baukörper und vor allen Dingen der Nutzungen. Und wenn man jetzt diesen Plan noch mal genauer anguckt, dann sieht man, dass es hier so pavillonartige Gebäude gibt, die alle sich innerhalb dieses Rasters befinden. Hier eine Apfelplantage für die hochschuleigene Cidery, die es noch nicht gibt. Wir stellen uns eine ganz informelle Nutzung des öffentlichen Raums vor, also ganz im Gegenteil zu formalisierten Kaffeenutzungen oder anderen Erdgeschossnutzungen, die man aus der Innenstadt kennt. Hier ist ein Bild, das einfach zeigt, so wie wir uns das vorstellen, eben einfach ein Treffen in diesem Raum. Da kann man ja sehen, dass es eigentlich für alle möglich ist. Und diese Inklusion ist, glaube ich, das, was wir damit verbinden. Und ansonsten gibt es eine Idee, die sich eher auf den dreidimensionalen Raum bezieht, nämlich ein durchgehendes Erdgeschoss, also sozusagen eine Erdgeschossebene, die höher ist als üblich, also sagen wir mal 5 Meter, 5 bis 6 Meter, und die sozusagen als verbindliche Regel dieses gesamte Feld verbindet. Das Volumen ist jetzt vollständig in diesem Ideenmodell eingewebt und man kann vielleicht, wenn man da mal schaut, sieht man eigentlich dieses Offenlassen des Erdgeschosses. Das Offenlassen heißt nicht, dass dort auch sehr viele Aktivitäten und Ateliers, Nutzungen eigentlich und vor allen Dingen Werkstätten verankert sind, an denen man dann eigentlich sozusagen partizipatorisch teilnehmen kann. Und ich denke auch, oder wir denken auch, dass das Thema eigentlich der Offenheit auch etwas ist, was den Charakter der Hochschule beschreibt und eigentlich auch Aneignung möglich macht. Also ein ganz wichtiger Aspekt unserer Arbeit ist die Durchdringung von Außen- und Innenräumen. Das führt zum einen dazu, dass wir den öffentlichen Raum, der auf dem Gelände entsteht, bis auf die Obstplantage eigentlich frei von Grün halten möchten, dafür aber eine vertikale Begrünung vorschlagen. Das hat damit zu tun, dass wir uns tatsächlich sehr wünschen, dass die Produktivität der Ateliers auch im öffentlichen Raum spürbar ist und auch von den in der Nachbarschaft Wohnenden miterlebbar ist und von denen, also dass die daran teilnehmen können und dass es so eine Anteilnahme an der Produktivität dieser Hochschule gibt, insbesondere über die Idee der Werkstätten, die wir uns eben bodenbezogen vorstellen. Diese Beziehung zwischen Innenraum und Außenraum knüpft auch sehr stark an die Tradition der Schule an, also an die Gründung der Schule 1946 und an die Idee, dass man dort Obstbäume hat und es so eine sehr starke Verzahnung zwischen Innen und Außen gibt. Das fanden wir sehr interessant, also zu übertragen in die Gegenwart oder in die Zukunft.
Also ein zentrales Thema der Arbeit von Heide und von Beckerath ist der Umgang mit den Erdgeschosssockeln. Die Architekten stellen sich vor, dass eben das gesamte Gebiet vernetzt wird über hohe Erdgeschosssockel, die in ihrer Nutzung entsprechend auch genutzt werden. Und zwischen den Erdgeschosssockeln gibt es Zwischenräume, die als Handwerkergassen definiert sind. Und jetzt muss man sich natürlich vorstellen, wo bleibt das Grün in dieser Arbeit? Und das ist eben das nächste, doch auch ein eigenständiger Ansatz, dass Sie sagen, das Grün muss unbedingt in der vertikalen Ebene stattfinden und untergebracht werden und auf den Dächern. Und es gibt dann natürlich noch die große Obstplantage. Aber das ist so im Kern das Extrem und auch das Spannende an dem Konzept der Architekten.